Ich mache Chemie für eine Katze. Also kommt auf den Brief. Ja, das geht schon mal hier rein. Shoppingparadies, hier gibt es lauter Kosmetik und vor allem voll geil, es gibt so Neon, so Neon-Sachen und so Mini-Figürchen hier. Also wir sind hier in diesem Markt, und der Mann, der hobelt das so, wie so ein Radi, ne? Und dann wird es aufgespießt, so ein Kartoffelchen in den Hof und überall sind kleine Geschäfte hier. Sprüche und so drauf. Ich film mal kurz. Also hier ist so eine Platte mit so einem heißen und dann stellt jetzt alles hin. Löffel und dann steht jetzt alles. Das Fleisch, die Suppe. Und das ist so ein Heißstein, oder was? Genau. Und den brauchst du wirklich auf meinen Stein. Nee, ich kann nichts, warte mal. Wie
Gefäße der Jahrhunderte wahrscheinlich. Und nochmal Blüten und Gefäße. Chrysanthemen. Und da geht es so weiter. Die sind ja spannend. Hier kommen also ganze Blüten. Was ist das? Es filmt schon. Mal einmal Rundumblick. Guten Tag, wir befinden uns in der Metro. Es ist voll voll. Total voll. Und gerade ist der Strom irgendwie ausgegangen. Voll. Hast du überhaupt Also wir haben gerade das Erlebnis gehabt. Wir standen sehr eng am Arsch. Es war sehr eng, gell? Ja. Also so geht es zu, wenn alle Feierabend haben, würde ich sagen. Aber es geht ja ausgesetzt, es ist ganz ordentlich. Richtige Mohren, richtig. Keine Schreier, keine Schreier. Und es ist ganz ruhig und man hört sogar einen Flötenspieler. So, das ist hier das Kontrollpanel für das Zimmer im Hotel. Da kann man hier alles mögliche, Make-up Room, Lights on, Light off, Light allgemein. Kannst dann hier Beleuchtung einstellen. Und dunkler, heller am Raum. Klimaanlage kannst du steuern. Alle möglichen Sachen. Und Vorhang mache ich jetzt mal zu. Und so alles für, Vorsicht, für faule Socken. So, wir sind hier und da kommen jetzt so Beilagen und hier ist so ein Rohr, das geht nach oben und das ist Holzkohle. Der Dampf wird durch das Rohr abgesaugt. Und jetzt kommen so Beilagen, Salat. Ah, guck mal, das wickelt man wieder so ein. Da unten ist ein ganz großer Bildschirm. Einfach so, mitten im Financial District, würde ich sagen. Hier unten ist noch ein Park. Auf dem Dach und da sind die anderen Häuser. Wir sind hier in einem Hundetierladen und hier ist es mega voll und hier gibt es auch echt alles. Aber mal gucken. So, wir sind jetzt hier in den 8. Stock gelaufen, bis zum 7. mit Rolltreppen. Und hier befindet sich ein Dachgarten. Mit Bau oder irgendwie, wir schauen. Riesiger Bildschirm an der U-Bahn. Und da hinten sieht man immer, hier kommt man, wo der Zug kommt. Und der fährt nämlich genau jetzt ein. Also man kommt gleich so tolle Musik. Und es geht auch ganz gesittet zu. Man lässt erst aussteigen, stellt sich an der Reihe. Stehen noch in der Reihe. Und dann.
Telefon und Handy und überall. In so einem Store mit Designzeug. Voll geil. Hier gab es auch so Mützen hier mit so New York-Style Vorhang. Bildchen machen das hier die Automaten. Hier sitzen die Leute und schneiden das dann aus und tauschen. Voll in die Ecke, in die Zicke. Überall Ecke. Ich probiere das. Warte. Test. 50.000 Mal. Mal gucken, ob man das sieht. Warte mal, wir bleiben mal stehen. Wir filmen uns mal. Warte mal. Hier geht es noch per Hand. Wir sitzen jetzt in dem Paris Baguette, so eine Kette. Weißt du, man sieht, und wir haben so mega ungesundes Essen. Aber ein paar Früchte noch. Wir sehen, dass man im Taxi wohl auch mit der U-Bahn-Karte zahlen kann. Da ist hier so ein Ding, wo man das dann drauflegen kann. Aber wir haben es vergessen. Die Männer bauen ein Zelt auf. Und hier hat man einen ganz super Blick auf die Stadt. Und die campen überall hier richtig schön mit Picknick. Und der Kleine gehört zu uns. Und da ist überall hier, sind die Leute und machen, ruhen sich aus. Und das Blick ist sehr geil. Die Stadt. Und so wird das Zelt aufgebaut. Hingelegt und dann kommen wahrscheinlich die Stäbe rein. Mal gucken. Ich filme euch mal, wie das funktioniert. I do a video, okay. How it works. Ja, aber cool. So, also die verbinden jetzt irgendwie die Stäbe miteinander. Okay. Und machen die. Aber da ist ein Knick, ne, in dem? Da musst du das zusammen machen. So, hier. Ach nee, okay. Das kommt da rein. Start von one side and both sides. Maybe. Ah, das wird ja immer rein. Geklickt. Also es geht sehr schnell. Das ist ja interessant. Das geht so recht schnell, gell? Das ist irgendwie besser als. Ja. Way faster than what we have in Europe. Could you hold it there? Aha, dann muss das jetzt hochgehalten werden. Soll ich irgendwas halten? Bei dem ist normal. Ich komm mal rum. Ja, it's very fast and very easy. It's very convenient. Jetzt ist steht die eine Seite. Ich halte, ihr könnt die andere machen. Ich halte jetzt hier fest. Und dann klippen die jeweils die anderen Seiten dran. Voll schnell. Und schon steht das ganze Ding oben zu. Und dann sieht es so aus. Und es steht schon. Ha, sehr cool. Jetzt muss nur noch befestigt werden, glaube ich, oder? Aha, jetzt wird das hier unten irgendwie. Irgendwie befestigt dann. Es steht schon. Buffalo. Es steht. Ah, und jetzt kommen die. Wie sagt man dazu? Die Haken. Die Heringe. Da rein. Heringe. Durch das und das. Genau. Ja. Geht das? Ja. Funktioniert. Cool. Hält. Ups. Oh, sorry. It's okay. So I think it's like every weekend almost or sometimes, yeah. Das ist echt interessant hier. Voll cool. Also ich weiß nicht, was da schwimmt. Aber man schwimmt da. Würde ich sagen, oder? Was ist das? Man weiß es nicht, was da schwimmt. Ist auch egal. Da ist die Stadt. Hier wird gecampt. Voll cool, weil es recht ruhig und die Kinder können mit dem Drachen spielen, sieht man da. Und die Leute gehen spazieren. Und hier hört man die Grillen.
Suppen. Aber was ist das? Das sieht echt ein bisschen komisch aus. Da. Vielleicht Algen. Das ist richtig voll geworden. Hier sind überall Zelte. Und der Max sitzt da hinten und winkt da. Und überall wird gecampt. Und gespielt. Und Drachen steigen gelassen. Da ist nur mit der Rinde und Drachen. Das sieht man da hinten. Naja. So cool. Also wir laufen jetzt da runter und man sieht den Fluss, ein interessantes Gebäude und sehr interessante Architektur. Die sind so dreimal verbunden. Wir haben hier was bekommen, so ein Beeper zum Warten und während du wartest, kannst du Fernsehen gucken. Und wenn das dann piept, genau, im CNN-Café, und wenn es piept, ist dein Ring fertig, wenn die hier machen. CNN-Café. Blick raus, also wie man sieht das. Und überall läuft CNN im Fernsehen. Ich bin noch in einem koreanischen Restaurant und es gibt so Radisuppe, Kimchi und dann hier so Sojahühnchen mit Kartoffeln und Wasser. Anflug auf Hongkong. Und meine Ohren haben gut mitgemacht bis jetzt. Mal gucken. Auf der Insel.